Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022, der Danny spielt das. Wir werden heute ein weiteres Szenario aus dem Hause Fair System Sound Design spielen. Und zwar fahren wir heute den ICE 1021 nach Nürnberg auf dem Streckenabschnitt Frank bzw. Köln-Koblenz. Und ich werde das Ding jetzt einfach mal starten und dann sind wir mal gespannt, was uns hier erwartet und was wir zu tun haben. Und ihr wisst ja, Fair System Sound Design steht besonders für Realismus mit Bahnhofsansagen und so weiter und so fort. Und ja, deshalb bin ich hier sehr glücklich, dass es jetzt da ein neues Szenario gibt und werden das zusammen genießen. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Ansehen und ja, wenn das Ding jetzt einfach mal gemeinsam angehen. So, ich hoffe, dass es jetzt gleich losgeht. So, auf geht's. Das Soundsystem wurde aktiviert. Hinweis, Sie stehen am HP0 und warten auf die Einfahrt. Ja, dann werden wir hier mal aufrüsten, würde ich sagen. Spitzenlicht. Hier, der 1021, Abend. FDL Köln hier. Nur zur Info, hab noch eine Ausfahrt vom Intercity. Anschließend kommt die Einfahrt. Dir noch eine gute Fahrt und tschüss. Alles klar, danke für die Info, Rügendienst noch. Tschüss. So, einziger Zwischenhalt ist jetzt natürlich jetzt gleich Köln und dann Bonn Hauptbahnhof. Und ja, ihr habt es gehört. Wir haben jetzt gleich noch eine Einfahrt und werden dann gleich Einfahrt in den Kölner Hauptbahnhof erhalten. Meine Damen und Herren, die Einfahrgleise in Köln sind zurzeit noch alle belegt. Wir werden unsere Fahrt in Kürze fortsetzen. Schublock natürlich unsere BR101. So, und da kommt die S-Bahn. Und wir sollten dann jetzt gleich auch Einfahrt erhalten. So, die S-Bahn fährt ein.
dürfte es jetzt nicht mehr allzu lange dauern. So, da kommt der Gegenzug. Ich denke mal, dass wir dann jetzt grün haben werden. Der Regionalexpress sich da entfernt hat. Sie lassen sich Zeit. Da kommt endlich der Zug, auf den wir warten müssen. Ja, der Kölner Bahnhof. Sehr viel Verkehr. So, wir dürfen. So, wird natürlich gleich auf 30 beschränkt, ist klar. Das kennt man ja schon. Zack. So, Gleis 7, wenn wir dann anhalten. Links natürlich der wunderschöne Kölner Dom. Wir erreichen Köln, der Aufstieg in Fahrtrichtung links. Das ist jetzt we will arrive now Cologne, exit to the left. So, ein bisschen noch vorziehen. Öffnen die Türen. Wir werden uns hier mal ein wenig umsehen. Ihre nächsten Anschlüsse. S6 nach Essen Hauptbahnhof über Köln-Messe-Deutz, Abfahrt 19.57 Uhr von Gleis 10 A bis B. RE8 nach Mönchengladbach Hauptbahnhof über Rommerskirchen, Abfahrt 19.59 Uhr von Gleis 8 A bis C. Und RE6 nach Minden über Duisburg Hauptbahnhof, Abfahrt 20.07 Uhr von Gleis 9. So, hier steht Willkommen in München, sind aber in Köln. Ja, 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 so ist das.
Der Kölner Hauptbahnhof, immer wieder eine Reise wert. So, wir haben Abfahrt um 19.53 Uhr, das heißt in nicht mal mehr einer Minute. Meine Damen und Herren, an Gleis 7, bitte steigen Sie ein. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. So. Endlich. So, auf geht's. Erster Zwischenstopp Bonn Hauptbahnhof. Was ich natürlich auch sehr schön finde, ist dieser massive KI-Verkehr. Also der gefällt mir sehr. So wie es sich gehört.
bitte Fahrgäste, herzlich willkommen hier im ICE 1029 zur Fahrt nach Nürnberg Hauptbahnhof. Unser nächster Plan, wie Sie gehalten, dann gegen 20.12 Uhr Bonn Hauptbahnhof. Sollten Sie Fragen haben, sprechen Sie mich und mein Team gerne an. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ladies and Gentlemen, welcome on board on the ICE 1021 to Nürnberg Main Station. Our next stop, Bonn, we will reach at 8:12. If you have any questions, call me and my team at any time. We will share a pleasant journey. Wunderschöne Ansagen. Also kann man nicht anders sagen. Hört sich richtig toll an, sehr real und sehr angenehm, muss ich auch sagen. Also bis jetzt ein sehr schönes Szenario und wir schauen mal, wie es noch so weitergeht. Und schaut euch mal das Rollmaterial an. Wunderschön. So, und so langsam verlassen wir dann den Kölner Hauptbahnhof. Fahren dann jetzt gleich in Köln-West ein, beziehungsweise durchfahren ihn. Gerade wunderschön der Sound von den Dostos beim Bremsen des Regionalexpresses, also realer geht's nicht, das ist einfach nur richtig, richtig schön. Und das alles ist eben Fair System Sound Design, also Realismus vom Feinsten. So gefällt mir immer wieder. Bevor wir dann gleich auf Reisegeschwindigkeit beschleunigen können, 140, 160. Oh.
Zeit, dass wir die Geschwindigkeit machen. 160. Und KI-Verkehr noch und nöcher. Das ist wunderschön. Muss man einfach so sagen. Wirklich gespannt, was uns hier noch erwartet im Laufe des Szenarios. Bin da sehr gespannt, oder ob es einfach eine ruhige, entspannte Fahrt wird. Ist zur Abwechslung auch mal nicht schlecht. KI-Verkehr gibt es ja genug. Güterzug. Schöner Zug, wunderschön. Wie gesagt, das ist der erste Teil. Es gibt ja mehrere Teile von, seht ihr ja oben, T1. Und, mal schauen, ob ich noch den zweiten Teil hinterher schieße. Auf dem Weg nach Nürnberg im ICE 1021.
Und jeder, der meinen Instagram-Kanal kennt, hat vielleicht gesehen, dass ich gestern in der Story gepostet habe, an welchem Bahnhof ich als nächstes im Frühjahr spotten gehen soll. Ihr könnt dort gerne noch euren Vorschlag hinterlassen. Ich werde dann sehen, was ich daraus mache, aus den ganzen Vorschlägen. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, im Frühjahr wieder auf Tour zu gehen und habe da richtig Bock drauf. Und würde mich freuen, wenn ihr da den einen oder anderen Vorschlag hinterlasst, wo es mich als nächstes hinziehen soll. Ja. Und natürlich sind auch Szenariewünsche immer gern gesehen. Also, wenn ihr da Ideen habt, immer gerne auf meinem Instagram-Kanal TrainGamer 39 Jahre. Per PN könnt ihr da Vorschläge aller Art hinterlassen, wo ich als nächstes spotten gehen soll, welche Szenarien ich als nächstes fahren soll und. Kritik, Lob, alles was ihr auf dem Herzen habt, rund um Züge könnt ihr gerne da hinterlassen und mir schreiben. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen. So, was ist jetzt los? So, wir sind ja leider gerade unterbrochen worden. Warum auch immer. Warum steht jetzt? Das ist doch nicht zu glauben, ey. So, wir sind ja leider gerade unterbrochen worden. Und machen jetzt einfach an dieser Stelle weiter, würde ich sagen. Warum auch immer. So, weiter geht's. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Wir sind immer noch im ICE 1021 unterwegs, auf dem Weg von Köln Hauptbahnhof bis nach Nürnberg Hauptbahnhof. Nächster Halt ist Bonn Hauptbahnhof. Ja. Und ich war ja gerade dabei zu erzählen, dass ihr mir gerne auf meinem Instagram-Kanal TrainGamer 39 Jahre Kommentare bzw. Nachrichten schicken könnt, wo ihr Lob, Kritik und auch Vorschläge zu nächsten Szenarien, die ich spielen soll, oder zu Bahnhöfen, an denen ich als nächstes spotten gehen soll. Also wenn ihr da Ideen habt, könnt ihr sie mir gerne per PN zukommen lassen. So viel dazu. Wir sind gleich in Bonn, gute 10 Kilometer. Und das ist dann unser erster Zwischenhalt. Bis Koblenz sind es dann noch gut und gerne 59 Kilometer.
Bitte Fahrgäste, wir erreichen dann in wenigen Minuten Bonn Hauptbahnhof. Ihre nächsten Anschlüsse dann in Bonn, die RB 26 nach Mainz Hauptbahnhof, über Bonn-Mehlem, Bad Breisig um 20.27 Uhr von Gleis 3. Die RB 26 nach Köln-Messe-Deutz über Sichtem und Brühl, die Abfahrtzeit 20.33 Uhr von Gleis 1. Und die S23 nach Rheinbach, die Abfahrtzeit 20.40 Uhr von Gleis 5. Wir bedanken uns für Ihre Reise mit der Deutschen Bahn und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Ladies and Gentlemen, our next stop, Bonn Main Station. Your next connecting trains. Local train to Mainz via Bonn-Mehlem, Bad Breisig, departing 8:27 from platform 3. Local train to Köln-Messe-Deutz via Sechtem, departure time 8:33 from platform 1. And local train to Rheinbach, departure time 8:30 from platform 5. Thank you for choosing Deutsche Bahn today. Take care and goodbye. Ja, es hört sich doch gut an. So, wir haben jetzt gleich 60 zu erwarten. Das heißt, wir werden natürlich dementsprechend runterbremsen. Am nächsten Signal ist es nämlich schon soweit. Schön mit 60 geschmeidig. Oh geil, Doppel 218. So, das hätten wir auch geschafft. Dann rollen wir jetzt schön geschmeidig in den Bonner Hauptbahnhof ein. So wie es sich gehört. Wir erreichen nun Bonn Hauptbahnhof. Der Ausstieg fährt Richtung links. Vielen Dank und auf Wiedersehen im ICE der Deutschen Bahn. Ladies and gentlemen, we will reach now Bonn Main Station. Please exit the train on the left side. Have a nice day and goodbye. So, 218 steht auch hier. Wunderschön, vielleicht sehen wir ihn hier noch bei der Ausfahrt. Das finde ich natürlich mega. Aber erstmal halten wir an, öffnen die Türen und dann werden wir einfach mal aus dem Bahnhof rausgehen und diesen wunderschönen Zug ganz ansehen. Trier Hauptbahnhof. Ihre nächsten Anschlüsse. RB 26 nach Mainz Hauptbahnhof über Bonn-Bad Godesberg, Abfahrt 20.33 Uhr von Gleis 3. RB 26 nach Köln-Messe-Deutz über Köln Hauptbahnhof, Abfahrt 20.33 Uhr von Gleis 1. Und S23 nach Rheinbach über Bonn-Dusdorf, Abfahrt 20.40 Uhr von Gleis 5. So, dann schauen wir mal, ob wir jetzt geschmeidig hier. Ja, wunderbar, funktioniert doch. Was wäre das schön, wenn die jetzt noch ausfahren würde? Schön mit 218 Sound. Das wäre jetzt geil. Meine Damen und Herren, an Gleis 3, bitte steigen Sie ein.
Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Oder Doppelausfahrt, Parallelausfahrt, das wär's jetzt. Das wäre jetzt nice. So, wir haben Ausfahrt. So, auf geht's. So, nächste Station Koblenz Hauptbahnhof. So, auf Wiedersehen, liebe Regionalbahn. Auf Wiedersehen, liebe 218. Habt eine gute Fahrt, passt auf euch auf und ja, bringt die Fahrgäste heil an ihr Ziel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! So, ich denke, wir können hier ein wenig aufschalten. 160. Schönen guten Abend, verehrte Fahrgäste. Herzlich willkommen hier im ICE 1021 auf der Fahrt nach Lindberg Hauptbahnhof. Unseren nächsten planmäßigen Halt Koblenz Hauptbahnhof erreichen wir gegen 20.46 Uhr. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Ladies and Gentlemen, welcome on board on the ICE 1021 to Nürnberg. Our next stop, Koblenz, we will arrive at 8:46. We wish you a pleasant journey. So, dann bin ich ja mal gespannt, ob wir jetzt pünktlich und ohne Probleme in Koblenz Hauptbahnhof einfahren können. Schade, dass es keine Parallelausfahrt gab mit der Regionalbahn, mit der 218 hinten dran. Aber man kann ja nicht alles haben. Schön wäre es trotzdem gewesen.
So, schauen wir mal, was da drauf steht. Ich habe es natürlich nicht gesehen, Mist. Ey! So, jetzt habe ich mich irreführen lassen durch das gelbe Vorsignal. Jetzt ist es auf jeden Fall ganz grün. Na egal, besser als drüber zu fahren. Und dann eventuell zu entgleisen. Eine kleine Notbremse. Sehr verehrte Fahrgäste, leider gab es eine kleine technische Störung im Betriebsablauf, sodass ich gezwungen war, eine Schnellbremsung einzuleiten. Ich hoffe, der Schock saß Ihnen nicht zu sehr in den Knochen und wir können unsere Fahrt jetzt wie gehabt fortsetzen und bitten um Verständnis, dass wir ihn einen solchen Schreck einjagen mussten. Wie gesagt, es handelte sich um eine betriebliche Störung im Ablauf und daher ließ sich eine Schnellbremsung nicht vermeiden. Wir werden aber jetzt wie gewohnt, wie geplant, unseren Zielort Koblenz Hauptbahnhof erreichen und wünschen Ihnen trotzdem noch eine ruhige und entspannte Fahrt mit der Deutschen Bahn.
So, oh, wenn. Wir haben ja noch 100. Hätte ich fast übersehen. Auch der Hintergrund wunderschön. Schaut euch das mal an. So, und ich sehe gerade, der könnte mal wieder in die Wäsche. Mal, dass man so sieht auf dem Dach, das ist schon sehr, sehr dreckig, ne? Also, wenn sich das hier mal so anschaut, das ist, ja doch, könnte mal wieder in die Wäsche. Aber das ist nur meine Meinung. Das sieht ja irgendwie geil aus, ne? Wenn der sich hier, wie der sich hier so schlängelt. Wunderschön. Neblig, kann das sein? Ist ein bisschen diesig. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. So, 160. Und gelbes Vorsignal. Signal ist wieder grün oder auf gelb, zumindest nicht mehr rot. Ist wieder grün.
So, da vorne ist wieder gelbes Vorsignal. Aber das hat für uns anscheinend keine Bewandtnis. Oder? Da kommt auf jeden Fall gelb. Wenn wir mal ein bisschen bremsen. Also wie ich das sehe, steht da eine 5. Ja, gut gedacht, gut mitgedacht, sehr schön. Also das ist jetzt auf dem Weg nach Koblenz keinesfalls so easy, wie man sich das vielleicht gedacht hat, sondern hier kommen ein paar böse, böse Fallen auf einen zu. Also wenn man hier mit 160 reingefahren, dann wäre zu Ende gewesen. Also, es ist sehr, sehr kritisch gerade. Man muss hier höllisch aufpassen, dass man hier kein Signal übersieht. So, da vorne ist gelb. Wichtige Durchsage, Herr Alexander Pohl, bitte melden Sie sich bei uns im Wagen 9. Es wurde eine Funkzelle für Sie abgegeben. Ich wiederhole einmal, Herr Alexander Pohl, bitte melden Sie sich beim Zugpersonal. Es wurde eine Funkzelle für Sie abgegeben. Ja, sowas gibt es dann auch zwischendurch. Es ist alles so wunderschön. So. Deswegen mussten wir jetzt auch auf 50 runter, weil wir ausgewichen sind. Ich denke mal, dass die Signalstörung liegt davor, deswegen auch gerade der Bahnmitarbeiter dort mitten im Gleis mit seiner Diesellok. Aber noch ist nicht. Jetzt dürfen wir wieder aufschalten, dann werden wir das auch tun. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich weiterhin die Signale im Auge behalten, weil es ist noch längst nicht ausgestanden, glaube ich. So, wir haben noch 30 Kilometer, in denen alles passieren kann, von rotem Signal bis, keine Ahnung, Person auf dem Gleis oder Zugausfall oder technischer Defekt oder Gleissperrung. Also wir müssen hier höllisch aufpassen.
bis jetzt ein sehr gutes Szenario. Anspruchsvoll. Es passiert zwischendurch immer mal wieder was. Rote Signale, gesperrte Gleisabschnitte. Ein Fahrgast, der zum Zugchef gerufen wurde, weil es eine Fundsache gibt. Und. Also es ist sehr, sehr schön, was da gerade so abgeht. So, wir haben 140. So, da steht ein Regionalexpress. Steuerwand voraus oder wartet der auf das rote Signal? Ne, der wartet auf das rote Signal. Er lässt uns vorbei. Wunderschön. Fernverkehrszüge am Vorrang. So gehört sich das. Ich auch noch nie. Aber ich war auch noch nie in Koblenz. Von daher, vielleicht sollte ich damals nächstes hinfahren. Ich weiß es noch nicht. Es gibt so viele Bahnhöfe, so viele schöne große Bahnhöfe, wo man hin kann. Das Problem ist immer die Fahrzeit dahin. Das bin ich, glaube ich, ein bisschen. Obwohl, es geht noch. So, noch gut 18 Kilometer bis Koblenz, zum vorläufigen Endbahnhof für dieses Video, beziehungsweise auch für dieses Szenario. Wie gesagt, der erste Teil.
So, und 160, auf geht's. Letzte Etappe. Ich glaube, jetzt auf den letzten 10, 11 Kilometern wird jetzt auch nicht mehr so viel passieren. So, als nächstes wird sich dann gleich Koblenz Stadtmitte ins Sichtfeld rücken. Danach dann Koblenz Hauptbahnhof. Da kommt eine schöne 218. Herrlich, wunderschön. Sehr geehrte Damen und Herren, unser nächster Halt dann Koblenz Hauptbahnhof. Ihre nächsten Anschlüsse dann die RB10 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof, über Niederlahnstein und Braubach, die Abfahrtszeit 20.52 Uhr von Gleis 8. Der Regionalexpress 2 nach Mainz Hauptbahnhof, über Boppard und Oberwesel, die Abfahrtszeit 21.04 Uhr von Gleis 1. Wir bedanken uns für Ihre Reise mit der Deutschen Bahn und wünschen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Ladies and Gentlemen, in a few minutes we will arrive Koblenz Main Station. Your next connecting trains. Local train to Frankfurt Main Station. Via Niederlahnstein and Braubach. Departure time 8:52 from platform 8. Local train 2 to Mainz Main Station.
Weiher Bockwart und Oberwesel departing 904 from platform 1. Thank you for choosing Deutsche Bahn today. Take care and goodbye. So, Koblenz Hauptbahnhof. Jetzt fahren wir aber erstmal durch Stadtmitte. So, ich finde bis hierher ein wunderschönes Szenario und hat mir sehr gefallen. Ich bin auf Teil 2 gespannt und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Meine Damen und Herren, wir erreichen Koblenz. Der Aufstieg dann in Fahrtrichtung rechts. Vielen Dank und auf Wiedersehen im ICE der Deutschen Bahn. Ladies and gentlemen, we will arrive now Koblenz. Please exit the train on the right side. Have a nice day and goodbye. So, wollen Sie hier noch schön einrollen lassen? So, öffne die Türen. Wir geben uns nach draußen. Und, Ihre nächsten Anschlüsse. RB 23 nach Main-Ost über Andernach, Abfahrt 20.52 Uhr von Gleis 5. RB 10 nach Frankfurt am Main-Hauptbahnhof, Abfahrt 20.52 Uhr von Gleis 5. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. RE 2 nach Main-Hauptbahnhof. Wenn nicht, macht, also wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen, ihr hört mich dann in Teil 2 wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny Spieters. Bye, bye. Bis dann.